Ja, hallo Leute, der Boogie wieder hier. Heute habe ich Besuch, kennt ihn alle. Genau. Kado, Gadur, Stasi-Hasi, viele Namen, ein Gesicht. Hallo. Und ja, heute haben wir einen neuen Tangis für euch. Und zwar den Sevilla Orange. Ich kann euch mal einen Schnitt zeigen, wenn das Licht der Kamera angeht. So. Es ist ein typischer Tangis-Schnitt. Schwarzer, dunkler, feuchter Tabak. Sehr fein. Ja, Sevilla Orange. Was kann man sich darunter vorstellen? Auf jeden Fall mal Orange. Ja. Wir haben auch keine genaue Beschreibung im Internet dazu gefunden. Ist halt neu, der Tabak. Er riecht nach einer bitteren Orange. Vom Geruch her hat er sowas leicht Parfümartiges. Würziges. Trotzdem fruchtig. Und ja, eben nach Orange, aber wie gesagt, nach so einer bitteren Orange. Ich habe erkennt, du kennst es jetzt nicht, ich habe es mit Orangina verglichen. Das ist eine Limonade. Das ist eine Limonade mit so einer bitteren Orange. Und das kommt da schon sehr nah dran. Und so ein bisschen finde ich, was auch nicht so Tangiers-typisch ist, es riecht ein bisschen künstlich. Ganz wenig. Das ist dieses Parfum künstlich so leicht. Ja. Ich finde, dieses Orange erinnert mich so leicht am Anfang an diesen Orange Soda, an dieses Orangige von dem Orange Soda. Das ist dieses spitzelige Orangige. So ein bisschen, genau. Und das Setup habe ich, haben wir vergessen, das Setup aufzunehmen. Das ist egal, nicht. Ja, das Setup gibt es heute nicht. Es ist Alien Pfanne, so wie ich den Kopf immer baue eigentlich. Es sind ja 2,5 Prikos ungefähr drauf. 2 Lagen etwas dickere Alufolie. Wir rauchen hier auf der NPS. Ja. Ja. Dann kommen wir auch schon zum Rauchen zum Geschmack. Ja, ich glaube, zum Rauchen kann man nicht wirklich viel sagen, weil es einfach Tangis üblich ist. Ja. Dichte weiße Wolken. Wie man es gewohnt ist. Gewohnt. Wie man es kennt. Der Geschmack ist sehr, sehr interessant. Also ich finde auf jeden Fall schon mal lecker. Er hat dieses Orangige, dieses leicht Orangige von dem Orange Soda. Mhm. Dann dieses leicht würzig, so ein bisschen bittrige, das ist leicht bitter. Also ich finde, man hat dieses Orange Soda beim Einatmen. Und nach dem Ausatmen legt sich der Tabak so leicht bitter in den Mund. Und da kommt auch dieses Würzige rüber, wenn man ausatmet. Da hat er diesen würzigen Nachgeschmack. Ja. Ist mal ein ganz anderer Orangentabak. Er schmeckt also nicht so typisch wie so Standard-Orange-Sorten, die man kennt von AF oder so. Sondern er hat halt wirklich, finde ich, dieses Orangige von dem Orange Soda mit diesem bitteren, würzigen Nachgeschmack. Ja, so wie so eine Saftorange. Wie soll man das beschreiben? Wie eine Saftorange, die so einen bitteren Nachgeschmack hat. Also das ist schwer zu beschreiben, schmeckt aber sehr gut. Es hat auch noch so was Fruchtiges, finde ich. Ja. So was fruchtig, leicht bitteres. Ich finde auf jeden Fall lecker. Das schmeckt mir auf jeden Fall sehr gut. Ist auch für mich jetzt, ich bin zwar auch ein Orangenfan, aber es gibt keine Orange, den ich so jeden Tag rauchen könnte. Aber den könnte ich jeden Tag rauchen. Ja, nicht jeden Tag, aber er hat schon was, er hat schon was. Also ich könnte ihn jeden Tag rauchen. Also der ist wirklich sehr lecker, sehr ausdefiniert. Dann braucht man bei Tangiers ja eigentlich nicht dazu zu sagen. Und kriegt von mir eigentlich die volle Punktzahl von 10 Punkten. Von mir kriegt er 9. Warum? Ich weiß nicht, es fehlt einfach irgendwas. Ich finde ihn zwar lecker, er hat dieses Orangige, leicht fruchtig, aber da fehlt da irgendwas. Um mich so richtig vom Hocker zu hauen, da fehlt noch irgendwas. Also ich finde ihn intensiv genug. Ich finde ihn außergewöhnlich. Das ist auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, für jeden Tag, also von mir wirklich die volle 10 Punkte. Für mich der 9, aber auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, weil er wirklich lecker ist und sollte man auf jeden Fall probieren. Ja, also der ist auf jeden Fall wenigstens mal ein Shot wert. Dass man probiert hat.
für Leute, die auf Orange stehen, mal was ganz anderes. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich werde jetzt noch auf ihn, Freund Sascha, hier einschlagen mit dem Schlauch, bis er die volle 10 Punkte rausrückt. Aber ja, aber ich werde noch scrollt auf meinem Kanal, das habe ich im letzten Video schon gesagt. Ein bisschen runter, da findet ihr Carlo unter Stasi-Hasi. Genauso bei mir auch, unter der Liste meiner Kollegas. Findet ihr auch den Bogi drin und guckt euch mal seine Reviews an. Die sind wirklich auch sehr interessant. Und ja. Ja, das war es eigentlich von uns. Ne? Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Genau. Bis dann. Ciao.